Willkommen zurück hier, ja, bei einem schönen Spiel. Ich hoffe mal, das wird. Ja, und vor kurzem hatte ich einen schönen Pentakill mit Talon. Das war so richtig toll. Ich habe mich sowas von gefreut und ich würde es so gerne wieder tun. Aber, ja, manchmal klappt halt nicht. Und, naja, das Problem ist halt, ich hatte das eine Mal nicht aufgenommen und, ja. Ich nehme halt nicht jedes Spiel auf, was ich da mache, weil manchmal will ich auch mit meinen Leuten im TS reden. Das ist dann auch wieder ungünstig. Und nein, im Moment gehen die Daten für den TS-Server nicht raus, weil das mehr so eine... Moment, ich bin gerade relativ weit weg mit meinem Mund vom Dings hier. So, okay. Weil das im Moment erstmal noch etwas privater ist als sonst. Und ja... Wie man sieht, wir haben keinen Jungler, wir haben hier oben, es ist leicht unkonventionell, es ist eigentlich immer unkonventionell, aber ist ja wurscht. Ja, und dann nochmal hier warten. Ein feiner Double Stun unten, hoffentlich klappt das auch. Ja, ich habe gar nicht wirklich drauf geachtet, wie wir im Gegnerteam haben. Sieg auf Legends, so gleich verlieren im Legends, ja. Und das Wort des Tages mal wieder. Ja, was haben wir noch? Der wird wahrscheinlich Mitte sein, die unten, der im Jungle, die oben und der, die auch unten. So. Ja, und natürlich, wie bei jedem League of Legends, man weiß nie mit welchen Leuten, also ich weiß schon mit welchen Leuten man spielt, aber die halten sich halt nicht zurück, was Fäkalwörter angeht. Aber egal, wir sind ja alle weltoffen, wir kennen uns mit der ganzen Materie aus. Und daher... Bastet schon. So, und der gute Kennen hat jetzt erstmal ein bisschen aufs Maul gekriegt, damit er genau weiß, wo er hingehört. Das andere Ende dieser Karte. In den Spawn, wo er gefälligst bleiben soll und mir nicht auf den Sack geht. Weil das Problem mit Cannon ist jedes Mal dieser Stun. Das ist ja keine normale Fähigkeit, das ist mehr dieser Passiv, der einfach nur irgendwann mal kommt. Ja, wenn er mal kurz lustig ist und so. Und, naja, Cannon ist... Das Lustige ist, wenn man mit Talent... Ich bin ja meistens immer der die Charaktere spielt, die einem überhaupt nicht gefallen. Also beziehungsweise gegnermäßig überhaupt nicht gefallen. Weil wenn ich einen Talon immer im Gegnerteam sehe, dann ruht der mal alles weg. Ich weiß nicht wieso, aber es ist einfach so. Und das kotzt mich jedes Mal tierisch an. Und jetzt bin ich ein bisschen zu weit nach oben gekommen. Nicht, dass ich hier von Ali Baba und seinen 40 Räubern und seinen vier anderen Räubern... oh mein Gott. Der war echt verlacht. Aber egal. Nicht, dass ich von dem hier... in irgendwelche Richtungen gefeuert werden, die ich nicht gefeuert werden will. Ah, es ist schön, endlich mal wieder aufzunehmen. Oh. Mir ist schon aufgefallen, ab und zu, ich war vor kurzem Sachen einkaufen und, wenn ich nachdenke, dann denke ich jetzt laut nach. Das ist wie Morden aus Mass Effect. Der ist auch auditiver Lerner und deshalb muss er sich selbst reden hören. Das ist ganz, ganz komisch. Bei mir ist das wahrscheinlich eher nicht so. Ich will mich allgemein nur reden. Ja, ein bisschen selbstverliebt. Aber ist ja nichts Schlimmes dran. Von daher passt er. So. Und der gute Kennen wartet bis... Alistar ist oben. Super. Der gute Ali. Und ich brauche mal wieder ein paar hier von diesen Karma-Punkten. Damit ich mal ein bisschen Schilde spammen kann. Hier. Ja, na, Cannon, bleib einfach mal weg von meinen Creeps und dann ist alles. Ist die Sache gegessen. Wie lange habe ich denn? Blablabla. 28 Sekunden. Man kriegt's, glaube ich, maximal auf 30 Sekunden. Ah, nee, 30 Sekunden, das wäre doch zu viel. 13 Sekunden. Ja, ach, es ist jetzt gerade nicht ein guter Anfang. Wir hatten eigentlich erst einen Kill gemacht. Ah, Sona. Sona! So musste es sein. Aber egal. Wie gesagt, ich stelle eigentlich immer nur die Spiele... eigentlich stelle ich alle Spiele online, die ich aufnehme.
Ich nehme halt nur nicht so viele Spiele auf und wenn ich was aufnehme, dann ist es nicht immer ein Sie. Es ist manchmal Zufall, dass es überhaupt ein Sie wird, von daher. Ja, ich kann wie gesagt nie was versprechen, aber ich kann nur versprechen, dass es sehr interessant wird. Wie jedes Mal. Meine Maus ist ein bisschen, ich muss mir mal ein kleines Bild umsetzen hier, weil... Jetzt, okay. Subi. Jetzt habe ich eine etwas andere Position. Ich bin ein bisschen eingesackt. Oh Mann, ey. Und das, bei wem ist es eigentlich auch noch so extremst warm? Das ist echt schlimm. Weil diese Hitze. Ich zergehe die ganze Zeit. Das ist unschön. Man will doch einfach bloß spielen. Und nicht bei dieser Hitze zergehen. Das ist nicht so schön. Okay, die Minions, die machen jetzt eine Tower. Ich gehe überhaupt nicht nach vorne. Da kann das ruhig machen. Ich kann ruhig Schaden fressen. Ja, und jetzt passiert allgemein nichts weiter. Ja, und ich spiele wieder mit Kamera, die angelockt ist. Damit man genau weiß, wer spielt. ja. Und, ja, und nochmal was zu sagen. Ihr könnt mich ruhig als Freunde adden hier bei League of Legends. Das Problem ist halt nur, ich habe selten Zeit, mit allgemeinen anderen Leuten als denen, die ich jetzt schon kenne, League of Legends zu spielen. Weil wenn ich dann in mehreren Gruppen dann bin, dann geht es dann hier hin und dahin, da habe ich mich beim ersten Mal schon extrem gehetzt gefühlt. Das lässt sich nicht immer so vereinbaren. Also erwartet am besten nichts und freut euch, wenn es denn irgendwann mal so passiert. Also, ja. Weil wahrscheinlich wird es eh nur eine Seltenheit, wenn ich denn irgendwann mal mit Abonnenten spiele. Nicht, dass ich was dagegen hätte, aber es ist halt einfach nur eine Seltenheit, weil ich noch mit meinen anderen Kumpels spiele. Und das ist, oh, da ist er. Da ist er. Und jetzt bin ich tot. Wunderbar. Ah! Scheiße. Weh, da schießt seinen scheiß Sturing. Oh Gott. Ich lebe noch. Okay. Ja. Und hier sieht man mal wieder, dass das alles schöne Premades sind. Man sagt ja selten, ist irgendwas. Oh mein Gott. Super, den Meister. Die Frage ist halt nur, wo ist hier noch jemand? Und ich schau mal klein noch einen Trank rein. Ah, oh, ist das geil. Oh, okay, Sona schafft es schon. Das passt schon. Zieh an Lacker. Hier oben ist gerade weg. Das ist gerade ungünstig. Oh, nee, ich gehe nicht in Tower-Reichweite. Ja, und Champion-Auswahl. Ja, wie mach ich das denn mal? Ja, wie man sieht, ich spiele meistens immer mit verschiedenen Charakteren. Habe ich eigentlich schon Karma immer? Nee, ich glaube, mit Karma habe ich bis jetzt noch nicht aufgenommen. Also, ich habe ein Spiel aufgenommen. Ist aber, glaube ich, der Ton relativ leise gewesen. Manchmal habe ich so ein bisschen Probleme mit dem Ton. Das ist, das lässt sich auch nicht immer regeln. Das ist schon... Ach, das gibt's nicht. Nein. So, alles super gemacht. Hauptsache, der hat keinen Schaden gefressen. Und ich habe ein Schild rausgehauen. Wunderschön. Ja, okay, gut, der geht hoch. Da brauche ich mir jetzt keine Sorgen mehr machen um den Gank. Der kommt eh nicht, Och, das ist doch scheiße. Wieso ist das Ding jetzt verreckt? Na, okay, gut, dann mach ich jetzt mal die Minions tot. Aber macht er schon wieder seinen scheiß Ulti. Wenn mir das auf den Sack geht. Na, egal. Das passt schon. Ich kann ruhig mal woanders hingehen. Jetzt haben wir noch... Ja, und wenn ich mal aufnehme, dann ist meistens immer alles ruhig und ich bin nicht im TS. Von daher
kann ich nicht so wirklich mit den anderen kommunizieren, außer mit Schreiben. Und Schreiben finde ich nicht gerade so meins. Deshalb, naja. Ist halt so. Also entweder mit dem Mikrofon reden, mit dem Aufnahmemikrofon oder mit den anderen im Test. So, und ich bin jetzt relativ langsam. Das ist scheiße, so eine hat keine Mana. Das ist auch nicht sehr günstig. Du musst den mal abfangen hier. Komm schon! Ey, es gibt's jetzt nicht, oder? Oh, komm, ich habe extra einen Ignite dafür verschwendet. Diese scheiß Viecher, ich hasse den Sommer. Was ist denn das? Okay, zum Glück ist das Fenster offen. Kann man das gleich rauspusten? Ich huste und pruste und... Ja, okay, dann machen wir gleich mal den hier. Ja, ich kann dich halt nicht immer heilen hier. So, gut, dann passt es. Okay, ja, und wenn man halt hier unten steht und man will nach Hause, dann, wenn es geht, so hinstellen, dass die Leute nicht hier reingucken können. Oh, bitte, Kennel. Bitte, Kennel! Oh. Hui! Und wieder sind wir weggekommen. Mit Eider out. Magic, Ability Power. Ja, weil mit Karma ist es günstig, da das Schild und das hier gut helfen, wenn man auf Fähigkeitsstärke geht, anstatt auf Magiedurchdringung. Ist so schade, weil Magiedurchdringung ist eins meiner lieben Builds, die ich wirklich gerne vervollständigen würde, aber es ist halt so ein bisschen. Gut. Ah, Schuhe. Ah, die Sache mit den Schuhen. Und ich brauche Schuhe sind scheiße. Ich habe nie Schuhe dabei. Das ist schon blöd. Ich weiß, es sind entweder Magiedurchdringungsschuhe oder Cooldown Reduction Schuhe. Weil wenn ich Cooldown Reduction Schuhe habe, dann habe ich noch ein bisschen mehr Fähigkeitsstärke und ja, ich glaube, ich nehme diesmal Cooldown Reduction Schuhe. Ist zwar schade, weil da fehlt mir ein bisschen Magiedurchdringung, aber immerhin kann ich dann meine Skills ein bisschen besser spammen und so einen Spaß. Und oh. Hier unten wird gerade gepusht. Ich glaube, muss helfen. Oh, ich bin so lang. Oh, ich habe doch geklickt hier. Ja, da sind wir dann alle unten und Cannon pusht in der Mitte durch. Ich hoffe nur, dass Cannon auf die glorreiche Idee kommt, nicht in der Mitte durchzupushen. Weil das ist ja recht schön. Oh, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Oh. Weil ich brauche mein Schild in der Nähe von irgendwelchen Champions. Und komm, 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 komm. Ja! So. So. So muss das sein. Ich muss ja irgendwie auf meinen Farm kommen. Ich bin ja da AP-Carry. Ach Gott, nee. So. Ah, auf Cannon. Dann gehen wir halt auf Cannon. Ich habe halt nur kein Schild mehr ready. Das müsst ihr jetzt schon wissen. Das ist schon ungünstig. Wunderschön. Das ist so gemein. Wir hatten schon mal ein Spiel gemacht, nur aus Supportern. Das war das lustigste Spiel überhaupt. Nur kam, also mit Alistair, Sona, Karma und Kaylee, glaube ich, auch noch und Tarik. Nur Heilung. Die ganze Zeit nur. Oh, und Soraka. Moment. Alistair, Sona, Karma, das sind schon mal drei. Kaylee und Soraka. Ja, das sind fünf. Ich weiß es nicht, Tarik war glaube ich schon mit dabei, aber ich glaube Karma war bei dem mal nicht mit dabei. Es ist ein bisschen komisch, aber egal. Wenn nur Heilung auf einen runtergeprasselt kommt, dann hat man keine Chance. Wirklich. Das ist das Krasseste. Nicht der Schaden macht, sondern die Heilung. Also ein bisschen Schaden über Zeit kann... Das klappt immer. Und Alistair will mich anscheinend tot sehen, was er wahrscheinlich auch schaffen wird. Och komm! Das klappt bei einem von 100 Fällen. Ja, ich habe gerade keine Heilung ready. Das ist jetzt ungünstig.
Ich heile meistens immer, wenn geht. Dragon ist jetzt nicht ab. Ich könnte... Was könnte ich denn mal machen? 2000... Naja. Was könnte ich denn mal machen? Ja, Deathcryer wird das erstes dann noch gemacht. So. Ich hab mich auf, Basche. Es ist so genial, wenn man eine Sona hat oder allgemein irgendwas, was heilt. Es hilft so sehr. Haha. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Ich will versuchen, den irgendwie noch am Leben zu halten, aber ich glaube, das ist unmöglich. Yep. So viel zum Thema. Nicht reingehen. Wir haben hier ein Problem. Ja, ja, ich weiß schon. Bin ja da. Oh, und ich habe zwei Mantras. Das ist jetzt günstig. Eins ist günstig. Wenn jemand mal nur reingehen würde, wäre es ja schon mal schön. Ach, komm. Ja, komm, tau auf die. Los, 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 los. Ja, komm, komm, komm. Und die noch. Das gibt's doch nicht. Wieso wollen die nicht verrecken hier? Geht sterben. Mein Gott. So. Erstmal hier Bischof unsere AD-Carry hochhalten. Ich hoffe bloß, dass die jetzt eine Eile hier stehen. Och, Mann! Das Coolste ist, wenn man dieses Band macht und dann einer hier steht und das wie so eine Sense von oben, von unten bis oben geht und alle Minions einfach nur drauf geht. Das ist immer so herrlich. Wenn sie so hassen, ey. Oh. Nee, 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 nee. Lauf, lauf, lauf. Scheiße, scheiße. Ich muss jemandem helfen. Ich muss... Oh Gott, nee. Zu spät. Lauf, Junge. Bitte, 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 bitte. Überlebt die Kacke noch. Bitte. Juhu. Okay, das war jetzt so dumm. Ich hätte jetzt ausweichen können. Du musst dich bei mir nicht bedanken. Das passt schon. So, manchmal habe ich ja auch... Manchmal habe ich gute Zeit. Gute Zeit. Schlecht. Okay. Holen wir den mal bis nach vor hier. Damit das mit Karma mal ein bisschen weitergeht. Bin ich eigentlich schon mal gestorben? Nein. Juhu. Ich hoffe, das bleibt auch so. Aber meistens ist es immer, sobald man sowas sagt, dann geht's brut. Wenn man sich seiner Sache zu gut ist, dann kommt dieser komische Scheißmoment, in dem der Elefant sein Zeh abgefroren hat, weil er in, na, das heißt, ich wollte jetzt nicht in, ich rechtfertige mich jetzt nicht. Nein, ich rechtfertige mich. Ich muss nur mal gucken, ich habe irgendwann mal den Pegel von dem Mikrofon, ein bisschen verstellt. Und, ich glaube, das ist jetzt ein Tick übersteuert. Aber das werden wir dann mal sehen. Weil, es ist irgendwann mal so passiert. Aus Versehen. Und da ich unbedingt das Spiel jetzt aufnehmen wollte, da konnte ich jetzt nicht so viel rumprobieren. Weil ich dann ein klein wenig gehetzt wurde. Oder, also, nicht von Leuten, aber allgemein von der Tatsache, dass das Spiel dann losging. Und ich wollte unbedingt dann losmachen mit aufnehmen. Aber egal. Ich hoffe, es klingt trotzdem gut. Ach komm, ey. Yeah, Schaden gemacht. Und wieder verreckt? Nee, 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 oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin tot. Nee, ich bin nicht tot. Ich hab ja das noch. Bitte, bitte. Scheiße, das Ding ist ja nicht mehr. Ha! Danke, Ali. Ich bin sowas von, sowas von, sowas. Oh. Yeah. Okay. Heilen wir uns mal hoch hier. Ich habe ja Fähigkeitsstärke. Oh, scheiße, mein Ohr juckt. Moment. Ah, mein Ohr juckt. Mein Ohr juckt. Mein Ohr juckt. Okay, da vorne stehen sie. Ich habe keine Mantras. Scheiße. Ist doch Beschiss. Ist doch einfach nur Beschiss. Komm, 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 komm. Ayo,
Oh Junge. Oh Junge. So eine Gülle. Da geht mal jemand rein jetzt. Ich fange hier nichts an. Ich habe vor allen Dingen keine Mana und gar nicht. Und ich werde nicht rechts klicken auf die Gegner. Oh, fuck, nee, wir sollten laufen. Hilfe. Ah! Nein! So viel zum Thema. Ah, scheiße. So klappt das auf jeden Fall. Na gut, egal. Boots of Ludacris. Zum Glück ist kein Veigar im Gegnerteam, sonst hätten wir jetzt ein Problem. Ach komm, wir haben doch schon anständig vorgepusht hier. Kriegen die noch irgendwie noch? Nein! Aber okay, er ist tot. Ich dachte mir schon fast, es wird nach hinten losgehen, aber nein. Dem war ja nicht so. Musste mal gucken, wie viel Stacks ist noch hier bei. Ja, 200. Was? 21 Minuten, 200, na, nee. Bei Silian, das war extrem lustig. Ich konnte mich nicht entscheiden, das war ich später vor. Welchen Charakter ich nun nehme? Ja, wen nehme ich denn nun? Ja, bla bla bla. So lange gewartet, dann kam es Random und Silian. Das war ein schönes Spiel. Ich war solo top gegen Renekton. Das Problem ist halt nur, Renekton kommt extremst schnell an. Und ich fand mich selber immer einen Tick zu mutig, weil ich Silian so gut kenne. Ich weiß, dass der Schaden macht. Aber ich habe es einen Tick überschätzt. Und das ist eigentlich das größte Problem. Wenn man wenn man größere Augen hat, als der Mund vertragen kann. So. Und naja, ist halt so. Haha. Oh, Dreck, die heilen sich alle hoch. Ich habe keine Mantras mehr zum Harassen verschwenden. Das ist sinnlos. Ah, komm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bitte habt gute Ideen. Yeah, es klappt. Das Problem bei diesem Band ist, dass das nicht an seinem, an dem anderen Ende Schaden macht. Sehr schön, wenn das Band, wenn es aufhört, an dem Gegner Schaden macht und zwischendurch halt nicht. Damit man nicht auszusehen das Band auflöst, wenn man auf den Gegner klickt, deshalb soll es am Ende von dieser ganzen Prozedur Schaden machen. Das wäre fair. Weil dann wäre das Band ja noch was zu gebrauchen. Weil ansonsten brauchst du immer ein Minion, damit diese Kacke funktioniert. Oder irgendjemand anders. Und, das ist nicht so schön. Fähigkeiten sollen helfen, ja, aber sie sollen nicht nur zum Helfen sein. Also, man soll halt nicht sinnlos irgendwie darum. Ja, was machen wir jetzt? Was puttest du jetzt? Das gibt's nicht. Ja, und nu? Wir werden doch bestimmt jetzt irgendwas machen. Wir haben es 23 Minuten. Es ist Zeit für einen Dragon, Baron, sonst was. Was die. Die gibt sich hoch, halt. Nee, das ist. Ich habe doch vorhin gesagt, ich will nichts zum Harassen verschwenden. Das ist schon scheiße. So, ich brauche. Die haben auch zwei Supporter. Also zwei Leute, die heilen können. Ich sag mal eine Supporter, weil. Das klingt immer so, als sind die zu nichts gut, Supporter. Sind sie im Grunde genommen auch, aber... Damit... Obwohl, Supporter ist besser, als wenn man dazu nur Heiler sagt. Weil das beschränkt die Tätigkeit der Leute zu sehr auf eine Sache. Die können ja auch Schaden machen, wenn sie denn wollen. Und im Grunde genommen ist so ein AP-Supporter auch gar nicht so verkehrt. Ich kann kein Schild machen. Das gibt's doch nicht. Was ist denn hier jetzt gerade passiert? Das würde ich mir... Oh, das wäre mal echt nett, wenn ich wüsste, was hier jetzt gerade abgegangen ist. Nicht so toll. Ionia shall prevail. Oh. Yeah, den hat ich noch. Lauf, 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 lauf. So, okay. Nee, 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 nee. Na komm. Nicht da drin stehen. So krieg ich die denn damit? Das ist am Kotzen. Oh, und da kommt Twisted.
Das hättet ihr auch sparen können. Echt. Wenn Karma lacht, dann ist das... Das ist eigentlich schlimm. Wenn man auf Lachen drückt, dann sollen die sofort lachen und nicht eine halbe Stunde lang warten und irgendwie die Luft in sich reinziehen, damit sie dann, naja, halt lachen können, wie sie denn lachen sollen. So. Ich habe bald keine Mana mehr, fällt mir auf. So. Na, ich hätte eigentlich wirklich die anderen Schuhe nehmen sollen und dann irgendwas anderes, aber egal. Ich gehe jetzt voll auf AP. Damit wenigstens die Heilung und das Schild extrem viel bringen. Wo hab ich denn eigentlich? 27 Cooldown, im Grunde genommen dort zergehen. 18 Sekunden, ja, und ich bin ja Stufe 11. Stufe 16 kommt, glaube ich, Rang Nummer 3. Dann dürfte das auch auf ungefähr so 16 Sekunden runtergehen oder was auch immer. Okay, sind auch weg. Und ich kann mir endlich Deathfire holen. Nicht Deathfire, hier. Das Hütlein. Damit ich mir nicht den Kopf verbrenne. So, mal hier. Nein, nichts, nichts. Okay, gehen wir mal hier schnell raus. Wie viel Mana hab ich denn extra jetzt? 300, na. Was ist denn hier allgemein los? Aber das Coole ist, dass man das Schild während des Laufens machen kann. Es gibt nicht viele Fähigkeiten, hab ich glaube schon mal gesagt, aber egal. Die man während des Laufens benutzen kann. Und diese Fähigkeiten sind eigentlich immer die besten. Weil da bleibst du nicht stehen. Wieso stehen wir hier? Was machen wir hier? Wir warten jetzt bestimmt und wollen irgendjemanden ganken. Okay. The fuck. Ich spiele dann eigentlich auf AD? Auf ach, AP ist hier. Naja. Ist auch ganz nett. So habe ich den da nicht getroffen. Stopp zum Katzen. Nein, nicht vorgehen. Oh nein, lauf, 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 lauf. Fuck, ich will jetzt auch nicht. Oh nee. Ey, was uns fehlt ist. Scheiß Fokus, jetzt mal im Ernst. Renn mal bitte nicht weg, Sion, oder du stirbst. Bitte. Oh. Na, jetzt wäre es günstig gewesen, wenn er noch in diesen Busch hier oben reingelaufen wäre. Ja, genau. Genau, wie jedes Mal. Das gibt's nicht. Das Team ist scheiße. Also das Gegner-Team. Unseres ist gut. Es dauert nur ein klein wenig und wir brauchen Fokus. So, na komm. Los, machen Ali tot, mach. Oh, fuck, nee. Hilfe. Ey, sag mal, wie viele von diesen Drecksdingern hat die eigentlich? Die hat zwar nur 4, aber das kommt mir vor wie 8 oder 12 oder... Die und ihre Drecksschwerter. Kotzt mich das an. So, okay, wir müssen mal hier ein bisschen offspeeden hier. Mantra! Schild! Schaden! Geht doch! Los, alle in die Linie! Willst du weiter? Willst du weiter? Nein, willst du nicht. Gut. Subi. Zum Moment... Naja, es hilft nicht so gut, weil wir uns halt nur auf eine einzige Lane beschränken. Und das ist auch nicht so, das war auch normal. Ich brauche mal mehr Fähigkeitsstärke, eindeutig. So, na dann ziehen wir mal die Leute ein bisschen ran hier. Nee. Willst du jetzt als Solo Baron machen, oder was? Nein, bitte. Oh nein! Och, Menno. Was soll das denn? Hätte ruhig laufen können. Alleine Baron mit einem AP ist nicht so das Wahre. Ich hätte natürlich auch botten können, das war jetzt ein Fehler von mir, aber... Ein Fehler? So. Gut.
Ja, aber ich brauche... Ah, scheiße, Mann. Ich weiß jetzt nicht genau, was ich holen soll. Entweder das oder ich brauche Magiedurchdringung, eindeutig jetzt demnächst. Damit ich endlich mal töten kann. Nimm mal das, so. Dam-da-dam-dam. Komm, jetzt. Oh. Wieso ist der bloß dann reingelaufen? Endlich! Ich glaube, jetzt läuft's. Jetzt muss es einfach laufen. Und Cannon ist nicht da, das ist schon mal sehr schön. Ach komm, das war zu spät, das war echt zu spät. Yeah, Heilung meinerseits, Subi. Bin ich schon Stufe 16? Nee, bin ich noch nicht. Wie viel hab ich denn? 12 Blut, was? Ach, ich hab Blut, deshalb. Ja, und dadurch, dass es ja ein Hardcap gibt bei maximal 40% Cooldown Reduction. Scheiße, lauf. Ach, stirb doch! Geht doch. Okay. So. Entweder machen wir das jetzt oder wir lassen es. Ich glaube, das wird dann zuletzt dran. So, klappt doch. Mein Gott. Ja, das hat. Ja, das packen wir. Ach komm, gleich noch ein. Oh. Go, go, Power Ranger. Yeah. Ja, das war gut. Da würde ich jetzt fast klatschen, aber ich habe meine Hände gerade voll zu tun. Ultimate Brave. Nein, wirklich? Ach du. Das muss ich jetzt mal kurz erklären. Das ist eine Seite, die nennt sich ultimatebravery.com, glaube ich. Und die generiert irgendein Bild und den muss man strikt befolgen. Egal was das ist. Und es ist hundertprozentig ein Scheißbild. Und ja, das ist allgemein. Das Schöne an dieser Sache, manchmal kann man sogar damit gewinnen, wenn man glücklich ist und so ein Scheißbild hat. Nein, oh bitte macht jetzt den Baron nicht. Bitte nicht. Stiehlt den bitte. Bitte stiehlt den. Okay, wir müssen irgendwie ganz schnell. Ja, okay. Jetzt wird gefällt. Jetzt haben sie Baron. Oh Gott, nein. Oh. Oh Gott, nein. 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 Lauf. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Aha! Oh scheiße, ist ja kein Tower mehr! Oh. Leck mich fett! Und klick! Haha! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh! Haha! Ich lebe noch. Ja, hä? Wer ist der beste Supporter aller Zeiten? Ich. So. Die Krische, Mann. Ey, die sind... Ich hasse sie einfach nur. Komm, bitte. Mann, ich hab kein Schild auf den drauf machen können. Was soll denn das? Oh, ist doch kacke. Wie ich den dermaßen sowas von ignite. Hätte ich mir eigentlich für Aurelia aufheben sollen. Aber, naja, ist halt so eine Sache. Los, lauf! Die chasen wir jetzt tot. Ich hoffe, da ist kein Cannon dabei, sonst haben wir ein echtes Problem. Oh, naja, halt der Rest, der noch so daneben steht. Ah, mein Leben. Okay.
Ja, so ist es. Muss ja auch nicht mit wenig Leben in der Pfanne langlaufen. Nicht da reingehen. Oh, Scheiße! Ey, was soll denn das jedes Mal? Was latschen die auch jedes Mal vor? Ist zwar klar, Sion ist Nahkämpfer, aber sowas ist einfach nur Lebensmittel. Ach, Mann. Ja, Varus. So ist es. Okay, also. Irgendwie, fällt gerade jeder derb. Ich weiß jetzt nicht, wieso. Ich hasse es. Anders als normal zu spielen bedeutet nicht, dass man schlecht spielen sollte. Okay. Oh, und verloren. Ey, überhaupt nicht. Das war überhaupt kein gutes Game. Die haben sich alle extrem schnell abfrühstücken lassen. Das war scheiße.